Heute Morgen wurde ich per E-Mail gefragt, wie kann ich denn eigentlich in Lightroom eine Bildlegende, eine Bildunterschrift, einem Bild hinzufügen und diese Unterschrift dann in einem Programm wie Adobe InDesign zum Beispiel wieder auslesen? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich erkläre Ihnen das ganz kurz. Es ist wirklich nicht schwierig. Wählen Sie in Lightroom einfach ein Bild aus, das Sie beschriften wollen und in den Metadaten, sofern Sie hier im Standardfeld sind, finden Sie hier die Bildunterschrift. Sehen Sie. Wenn Sie hier reinklicken, können Sie eine Legende eintragen, in meinem Fall pure Fröhlichkeit. Wenn Sie da draufklicken, dann finden Sie hier auch Einträge, die Sie zuletzt vorgenommen haben. Das noch ganz interessant, wenn Sie zum Beispiel gleiche oder ähnliche Beschriftungen haben. Oder Sie können diese zuletzt verwendeten auch wieder löschen, wenn Sie diese nicht mehr als Vorschlag haben wollen. Ich habe hier jetzt eingetragen pure Fröhlichkeit und hier habe ich eingetragen Elena und ihre geliebte Bücherkiste. Jetzt möchte ich diese Bilder exportieren und zwar so, dass ich in InDesign diese Unterschrift wieder weiterverwenden kann. Dazu wähle ich beide Bilder aus. Klicke auf Exportieren. Wenn Sie das Fenster nicht sehen, müssen Sie hier die linke Palette einblenden. Hier wäre der Exportknopf oder drücken Sie Command-Shift-E. Hier nehme ich jetzt einfach mal ein JPEG in meiner Standardeinstellung für Webblocks. Ich nehme noch kurz das Wasserzeichen raus und wichtig, ganz wichtig, sagen Sie hier einschließen alle Metadaten. Weil nur wenn Sie die Metadaten einschließen, entweder alle Metadaten oder alle außer Kamera und Kamera-RAW-Informationen, also diese beiden müssen Sie nehmen, eine von diesen, nur dann werden diese Beschriftungen beim Export auch ins Bild geschrieben. Ich sage jetzt immer alle, weil zu verbergen habe ich in dem Sinn ja nichts. Das kommt sowieso nur ins InDesign rein. Und dann sage ich exportieren. Die Bilder existieren schon. Also überschreibe ich diese kurz. Und das wäre jetzt die Arbeit in Lightroom gewesen. Jetzt wechsle ich rüber zu InDesign, erstelle mir kurz ein neues InDesign-Dokument. Einseitig, Querformat reicht absolut aus. Die Ränder lasse ich mal so stehen, sag okay. Und jetzt platziere ich die beiden Bilder. Das wären dann also dieses Bild hier oben und das da. Klicke auf Öffnen, ziehe mir hier eine Bildbox auf, drücke den Rechtspfeil, damit ich zwei Bilder mir erstellen kann. Mit Command-Rechtspfeil können Sie den Abstand zwischen den beiden Rahmen noch verändern. Klicke auf OK. Das Bild im Rahmen füllen möchte ich nicht, also drücke ich Command-Alt-C, um die Rahmengröße dem Bild anzupassen. Und jetzt will ich hier eine Bildunterschrift haben. Dazu wähle ich beide Bilder aus, sag Objekt, Beschriftungen, Beschriftung einrichten. Und hier sage ich, dass ich gerne eben diesen Metadateneintrag wieder hätte, den ich zuvor genommen habe. Das wäre die Beschreibung, wenn ich richtig bin. Ich glaube. Dann sage ich noch, ich hätte das gerne unter dem Bild mit einem Versatz von, sagen wir, 5 mm. Ich kann das auf eine bestimmte Ebene stellen, wenn ich das will. Ich lasse das mal sein. Ich kann es gruppieren. Ich bin nicht so ein Fan von Gruppen in der Regel. Und ich könnte ein neues Absatzformat erstellen, sagen wir zum Beispiel Legende. Und hier weiß ich auch nicht, sagen wir eine Myriad Pro. Meinetwegen Italic. Vielleicht ein bisschen größer. Okay. Und okay. Und jetzt denken Sie, wieso passiert denn jetzt eigentlich nichts? Weil wir jetzt noch sagen müssen, dass wir diese Beschriftung wirklich wollen. Und zwar, was für eine wir wollen. Wir wollen im Menü Objekt Beschriftungen entweder eine dynamische oder eine statische Beschriftung. Die dynamische Beschriftung passt sich an, wenn ich die Beschriftung ändere im Bild und die Verknüpfung in InDesign aktualisiere, dann ändert sich der Eintrag. Das Problem ist nur, dass diese nicht mehrzeilig sein sollten, diese dynamischen Beschriftungen. Die statischen können problemlos mehrzeilig sein.
Ich sage jetzt hier mal die statische Beschriftung, das reicht mir absolut aus. Und voilà, hier hätten wir unsere Beschriftung mit dem entsprechenden Absatzformat, wenn ich hier kurz schaue, hier die Legende. Jetzt, somit wäre die Frage eigentlich beantwortet, die mir gestellt wurde. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Und zwar gehe ich zurück zu Lightroom und will Ihnen hier noch etwas zeigen. Sie können diese Beschriftungen auch in Lightroom weiterverwenden. Zum Beispiel, wenn Sie ins Druckmodul wechseln, habe ich hier mal beide Bilder nebeneinander gestellt. Das habe ich gemacht, indem ich hier oben gesagt habe, ich hätte einfach gerne zwei Spalten. Dann können Sie hier unten die Option Fotoinfo hinzufügen und hier die Bildunterschrift. Wenn die mal nicht da sein sollte oder Sie etwas anderes brauchen, können Sie hier auch ins Bearbeiten-Menü reingehen und sich hier rausholen, was Sie haben möchten. Und jetzt sehen Sie, dass wir hier die gleiche Legende haben. Oder aber, wenn ich ins Diashow-Modul gehe beispielsweise, ich glaube, Sie wissen langsam, worauf ich hinaus will, und Sie sehen, wie selten ich im Diashow-Modul bin. Wenn da sogar noch die Hilfe kommt, dann heißt das, seit ich in der Installation hier arbeite, hatte ich es noch gar nie eingeblendet. Auch hier könnten Sie jetzt zum Beispiel hingehen, könnten hier auf ABC klicken und da, wo Text steht, können Sie auch wieder sagen, Bildunterschrift, dann kommt hier entsprechend wieder diese Legende rein, die Sie jetzt entsprechend hier platzieren können, wo immer Sie wollen, zum Beispiel ausgerichtet linksbündig mit dem Bild. Und wenn jetzt hier das andere Bild kommt, haben wir entsprechend hier die pure Fröhlichkeit.